Ich beantworte die Frage wie folgt. Aktuelle Daten zu den unerwünschten Arzneimittelwirkungen und Gemäß der juristischen Definition ist ein Impfschaden die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer gesundheitlichen Schädigung durch die Schutzimpfung, die über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgeht. Die Beurteilung, ob ein Impfschaden vorliegt, obliegt den Landesbehörden. Der Bundesregierung liegen die vom Fragesteller erbetenen Daten in der gewünschten Form zu Impfschäden im Sinne der juristischen Definition durch Covid-19-Schutzimpfungen nicht vor. Aktuelle Daten zu den unerwünschten Arzneimittelwirkungen und Impfkomplikationen sammelt das Paul-Ehrlich-Institut, das einen regelmäßigen Sicherheitsbericht auf seiner Internetseite veröffentlicht. Eine umfassende Überwachung der Impfstoffsicherheit durch Meldungen der Ärzteschaft und der geimpften Person an das PAI sowie durch begleitende wissenschaftliche Studien gewährleistet auch nach der Zulassung, dass die hohen Anforderungen an die Sicherheit von Impfstoffen eingehalten werden können. Soweit die Beantwortung Ihrer Frage. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage und ich bitte darauf zu achten, dass das Fragezeichen mit Ablauf der 60 Sekunden Fragezeit auch gesetzt wird. Ich achte sehr darauf, Frau Präsidentin. Also meine Frage ging ja nach Impfschäden. Jetzt haben Sie noch ein bisschen rumgeeiert, sag ich mal. Da kam jetzt nichts, außer heiße Luft. Aber hätte ich Ihre heiße Luftantwort geahnt, habe ich tatsächlich mal auf die Paul-Ehrlich-Seite geschaut. Und da gibt es vom 2. April Zahlen über 30.000 Meldungen im Gefolge der Corona-Impfungen. Davon über 3.000 schwerwiegende Fälle, wahrscheinlich Krankenhausaufenthalte, und über 400 Tote. 30.000 Meldungen, 3.000 schwerwiegende davon, über 400 Tote. Das nennen Sie unerwünscht Nebenwirkungen. Ich nenne das anders. Es werden ja noch viele Geschädigte und Tote dazukommen. Deshalb frage ich Sie, Herr Gebhardt, hier und jetzt, was sagen Sie den Zehntausenden betroffenen Impfopfern, den Tausenden Hinterbliebenen, der Hunderten von Toten, die sich darauf verlassen haben, dass ihre Werbekampagne Impfen sei durchweg was Gutes und Schönes darauf verlassen haben und jetzt tot sind oder schwer geschädigt? Also zunächst einmal, man muss einfach zwei Dinge unterscheiden. Das haben Sie jetzt in Ihrer Frage nicht getan. Auf der einen Seite mögliche Impfschäden. Ich habe gesagt, wie Impfschäden definiert werden und wem es obliegt, Impfschäden festzustellen. Und das, was Sie ansprechen auf der Seite, auf der Internetseite des Paul-Ehrlich-Instituts, dieser Sicherheitsbericht, der dort eingestellt ist, der gibt einen Überblick über gemeldete Verdachtsfälle von Nebenwirkungen. Das sind diese rund 31.000 derzeit, die Sie erwähnt haben. Und das zeigt im Grunde nur, dass unser System an der Stelle auch funktioniert. Das Paul-Ehrlich-Institut überwacht die Sicherheit von Impfstoffen. Die Daten werden gesammelt, sie werden bewertet und gegebenenfalls werden auch sehr rasch Schlussfolgerungen gezogen. Aber nochmals, man muss die Dinge auseinanderhalten. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Ja, also ich will nicht sagen, dass die Antwort mich entsetzt, aber ich bin nicht weit davon entfernt. Wenn Sie sagen, das System funktioniert, wir haben zwar über 400 Tote, aber ansonsten ist alles in Ordnung, muss ich Ihnen sagen. Vielleicht gehen Sie da nochmal in sich. Also solche Kollateralschäden halte ich für nicht vertretbar. Und ich wundere mich, dass Sie sich hier hinstellen und sich bei den Betroffenen, bei den Hinterbliebenen nicht entschuldigen dafür, dass Sie eine Impfkampagne gestartet haben und nicht ansatzweise auf die Risiken dabei hingewiesen haben, die mit den Menschen einhergehen, für die Menschen einhergehen. In dem Zusammenhang ist einmal interessant, wenn Sie sagen, das System funktioniert, alles halb so schlimm. In dem Zusammenhang interessiert mich mal, wie viele und welche Mitglieder der Bundesregierung haben sich bisher impfen lassen? Und insbesondere die Frage, wie viele und welche Mitglieder der Bundesregierung über 60, die sich ja problemlos mit AstraZeneca impfen lassen können. Und da haben wir mal geguckt, Frau Merkel soll über 60 sein, ohne dass ich jetzt hier ihr zu nahe treten will, Herr Altmaier, Herr Scholz, Herr Seehofer. Wie viele Mitglieder haben sich überhaupt impfen lassen und wie viele der über 60-Jährigen haben sich bisher mit AstraZeneca impfen lassen? Also wissen Sie, Herr Brandner, das, was Sie jetzt tun, das ist eine unzulässige Unterstellung. Das muss ich jetzt schon einmal in aller Deutlichkeit sagen. Und ich finde es auch schwierig, weil es geht hier um Todesfälle. Und Sie sagen, Sie hätten auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts nachgelesen, was in diesem Sicherheitsbericht drinsteht. Wenn Sie nachgelesen haben, dann haben Sie auch gelesen, dass diese 407 Todesfälle in zeitlichem Abstand zur Impfung eingetreten sind. Die Frage, um die es geht,
liegt ein kausaler Zusammenhang mit der Impfung vor. Aber Sie unterstellen hier implizit durch Ihre Frage, dass die 407 Todesfälle durch die Impfung eingetreten sind. Und ich will das einfach einmal in aller Deutlichkeit zurechtweisen, weil ich finde, bei diesen Dingen sollten wir schon auch sauber in der Argumentation bleiben, von wem auch immer. Und das möchte ich einfach einmal deutlich zum Ausdruck bringen. Zu einer Nachfrage hat die Kollegin Schulz-Asche das Wort. Herzlichen Dank, Herr Staatssekretär, für die sehr guten Antworten auf diese Frage. Ich möchte Sie bitten, vielleicht doch noch mal deutlich für Herrn Brandner, aber auch für seine Anhänger auf seinem YouTube-Kanal, wo deswegen macht er das ganze Theater hier, noch mal wiederholen können, den Unterschied zwischen Impfschäden und Impfreaktionen, weil das ja das ist, worauf er sich bezieht und was er durcheinander bringt. Vielleicht könnten Sie das noch mal kurz und klar auch für seine eigene Anhängerschaft darstellen, damit es vielleicht verstanden wird, worum es hier eigentlich geht. Dankeschön. Also, ich habe es ja vorhin schon einmal gesagt, was ein Impfschaden ist. Es ist eine gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer gesundheitlichen Schädigung durch die Impfung, die über das übliche Maß einer Impfreaktion hinausgeht. Und die Frage oder die Beurteilung, ob ein Impfschaden vorliegt, die obliegt der jeweils zuständigen Landesbehörde. Ich habe noch zwei Nachfragen, die ich auch zulasse. Die erste Nachfrage stellt der Abgeordnete Kraft. Vielen Dank für die Nachfrage. Herr Staatssekretär Gebhardt, Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass es bei der Betrachtung von Todesfällen und auch von schweren Schäden, die durch Impfung hervorgerufen werden, auch auf eine Korrelation auf der Zeitachse ankommt. Das heißt, vom Zeitpunkt des Impfens bis dann, wenn der Schaden festgestellt wird. Das haben Sie ganz richtig ausgeführt, dass man das hier machen muss. Ich frage deswegen, inwiefern wurde das auch andersrum gemacht bei Infektionen und Todesfällen durch Corona? Inwiefern wurde da auch differenziert zwischen Feststellung einer Infektion oder sagen wir einem positiven Test und dann einem Todesfall? Inwiefern ist diese Korrelation ausgeräumt, dass man sagt, Todesfälle müssen nicht unbedingt etwas mit einem Test zu tun haben, der 15, 20 Tage alt ist? Inwiefern ist das dort erfolgt? Es tut mir leid, aber auch Sie bringen jetzt wieder zwei verschiedene Dinge durcheinander und werfen in einen Topf, die nicht in einen Topf gehören. Sie sprechen jetzt von einer zeitlichen Korrelation. Ich habe vorhin von einem kausalen Zusammenhang gesprochen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und am Ende ist entscheidend, inwiefern ein kausaler Zusammenhang, also nicht nur eine zeitliche Korrelation, vorliegt. Und im Übrigen, Sie thematisieren jetzt hier negative mögliche Auswirkungen der Impfungen. Natürlich muss man diese Diskussion führen. Das tun wir ja auch. Aber man muss dann eben auch einmal über die positiven Wirkungen des Impfens reden an anderer Seite. Und dann geht es unterm Strich auch immer um eine Abwägung. Die letzte Nachfrage zur Frage 2 stellt der Abgeordnete Keuter. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Staatssekretär, Sie hatten gerade die Frage von Herrn Brandner leider nicht mehr vollständig beantwortet. Er hatte gefragt, welche Mitglieder der Bundesregierung, insbesondere die über 60, haben sich schon impfen lassen, insbesondere mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Diese Antwort ist relativ interessant für uns, weil wir uns fragen, bei einer solchen pandemischen Situation, wie Sie die schildern, muss doch unsere Bundesregierung handlungsfähig bleiben und darf dieses Risiko einer Infektion und die Gefahr, diese Infektion in die Ministerien reinzutragen, was ja ganze Stäbe lahmlegen kann, wenn die in Quarantäne gehen, davor geschützt sein müssen. Deshalb wäre es ja sinnvoll, dass die Bundesregierung mit gutem Beispiel vorausgeht und vor allen Dingen auch ein Zeichen an die Bevölkerung gibt, wir trauen dem Impfstoff, wir lassen uns impfen. Deshalb die Frage, wer hat sich schon impfen lassen? Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie jetzt nicht versuchen, so zu lavieren und auszuweichen, wie Sie es bisher getan haben. Das ist ein klares Zeichen, was Sie hier an die deutsche Bevölkerung setzen können, dass Sie dem Impfstoff vertrauen. Vielen Dank. Zunächst einmal ist es eine private Angelegenheit einer jeden Person, ob er oder sie sich impfen lassen mag.
Gleichwohl füge ich hinzu, und da kann ich jetzt nur für mich sprechen, sobald ich an der Reihe bin, werde ich keine Sekunde zögern, um mich impfen zu lassen. Und ich hoffe, dass es auch für möglichst alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages gilt, auch die Abgeordneten Ihrer Fraktion. Und im Übrigen, der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses ist am Montag mit gutem Beispiel vorangegangen, weil er zur Gruppe der über 60-Jährigen gehört, damit ab Montag die Chance hatte, sich impfen zu lassen. Und er hat es postwendend getan. Und ich finde, das ist ein positives Beispiel, an dem wir uns ausrichten können.